Es wird jetzt sehr, sehr spannend in den nächsten Stories. Ich weiß, dass einige von euch jetzt schon ein paar Tage auf mein Review zu dem wundervollen Retreat warten, auf dem ich war. Und ich freue mich auch sehr, jetzt endlich meine Erfahrungen mit euch teilen zu können. Ich wollte mir ein bisschen Zeit nehmen, einfach um zu gucken, was ich davon tatsächlich in meinen Alltag integrieren konnte und was ich tatsächlich für den Rest meines Lebens mitnehmen kann. Und bin schon, ja, einfach ganz aufgeregt, euch das alles zu erzählen. Aber bevor ich dazu komme, erstmal die Frage, was hat mich überhaupt bewegt, auf das Retreat zu gehen? Also ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe schon seit langer Zeit ein großes Interesse an Psychedelika. Mich interessiert schon seit langer Zeit, inwiefern Psychedelika uns Menschen helfen können und inwiefern sie bestimmte Fragen und Antworten aufwerfen. Und was viele nicht wissen, es wird schon seit den 50er oder 60er Jahren mit Psychedelika in der Medizin und in der Psychologie geforscht. Natürlich immer wieder mit Unterbrechungen, aber jetzt gerade kommt das alles wieder und es ist zu erwarten. Letztendlich könnte man also sagen, dass es die Neugier war, die mich dahin gebracht hat, und ich wollte es einfach for the experience einfach mal ausprobieren und zu gucken, was passiert bei mir, welche Welten eröffnen sich mir. Und ja, deshalb war ich dann auch richtig, richtig happy, dass Modern Mind gefragt hat, ob ich Lust habe. Und ja, ich habe mich, wie gesagt, vor 2 Wochen auf den Weg zum Retreat gemacht. Am ersten Abend haben wir erstmal so eine Kennenlernrunde gehabt und da sind schon echt crazy Dinge passiert, weil sehr viele unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen und Lebenslagen dahin kamen. Auch teilweise ja einfach Menschen, die wirklich sehr schwere Dinge mit dahin gebracht haben. Und man hat das einfach im Wetter gemerkt. Also an dem Tag hat es 33 Grad gehabt, es war eigentlich Bombenwetter und plötzlich wurde der Himmel grau und es hat angefangen zu regnen und zu stürmen und zu blitzen und danach ist der Himmel wieder aufgebrochen und die Sonne kam wieder raus und so hat der erste Abend schon gestartet. Es war wirklich Magic. Ja, und dann ging der zweite Tag mit einer Runde Yoga los und danach wurden wir durch eine einstündige Breathwork Session, also durch eine Atemtechnik, auf die Hauptzeremonie vorbereitet und ich muss sagen, diese Breathwork-Session hat mir richtig viel abgenommen, weil ich hatte riesigen Respekt vor der großen Zeremonie. Ich will nicht sagen Angst, es war einfach nur so ein gesunder Respekt. Und ja, diese Atemübung konnte mir das komplett nehmen, weil ich da lernen konnte, auch loszulassen. Und genau darum ging es auch. Ich habe mich allgemein so gut vorbereitet gefühlt, dass ich dann irgendwie ja gar keine Bedenken mehr hatte, weil auch einfach alle vom Retreat so wahnsinnig nett waren. Und es war ja auch psychologische Betreuung da und auch Schamanen da und ja, einfach so herzliche Menschen, die mir auch alle Fragen vorab einfach beantworten konnten. Und dann ging es mittags auch schon los mit der Hauptzeremonie. Wir haben alle erstmal Gesichtsmasken aufbekommen und dann hieß es erstmal, dass wir die so lange wie möglich auflassen sollen, um erstmal nach innen zu gehen, erstmal zu schauen, wie sich das ja in unserem Inneren anfühlt. Und dann wurde wunderschöne Musik angemacht, wir haben noch so ein paar letzte Tipps gekriegt. Und dann ist eigentlich die erste Stunde nicht sonderlich viel passiert, aber irgendwann habe ich gemerkt, dass mein Körper unruhig wird, dass ich irgendwie, ja, ich habe gemerkt, da kommt irgendwie was. Und ich hatte plötzlich das Gefühl, dass Spirits um mich rum sind, also ja, dass irgendwie ganz viel um mich rum passiert. Und auch in mir drin ist wahnsinnig viel passiert. Ich hatte irgendwie das Gefühl, ich komme in so eine ganz, ganz, ganz tiefe Ebene, wie so ein Seelenspiegel, was ich bisher irgendwie noch gar nicht wahrgenommen hatte. Und ja, dann hat es schon so ein bisschen angefangen, dass manche halt weinen mussten, weil schon bestimmte Sachen hochkamen. Und bei mir war es ehrlich gesagt das Gegenteil. Ich musste total lachen. Mir hat das auch total leid getan, aber es war halt einfach das, was ich in dem Moment so gefühlt hatte. Und ja, man hat dann einfach an der Tendenz gemerkt, dass es jetzt wirklich immer tiefer in die Erfahrung geht und dass um mich herum auch immer mehr ja, losgelassen wurde, auch von den Menschen um mich herum. Und das hat sich natürlich in Form von starken Emotionen gezeigt, wie zum Beispiel Weinen. Und dann lag ich da eben und ja, habe irgendwie angefangen, das so auf mich übertragen zu wollen und wollte diesen Schmerz so in mich aufnehmen. Und dann habe ich plötzlich realisiert, dass das ganz, ganz oft in meinem Leben so ist, dass ich den Schmerz von anderen auffangen möchte, obwohl das gar nicht mein Schmerz ist und obwohl ich das gar nicht muss. Und bei dem Moment, also in diesem Moment sind dann auch bei mir irgendwie so ein bisschen die Zügel gebrochen, würde ich mal sagen. Und dann musste ich auch mega anfangen zu weinen, weil das auch irgendwie so eine verdammt schöne Erkenntnis auch war. Und ich war ab dem Moment ultra mit Dankbarkeit erfüllt. Ich lag da und habe so voll vor mich hingegrinst. Ich habe danach auch den Spitznamen Panierter Otter bekommen. Ich habe die ganze Zeit auf meinem Platz lag und irgendwie, ach, ich konnte mich an jede Emotion freuen und bin ganz viele Dinge in meinem Leben nochmal durchgegangen und habe gemerkt, dass echt alles gut ist und dass ich
richtig gehandelt habe und dass alles irgendwie genauso gekommen ist, wie es kommen sollte. Und ich war einfach richtig krass mit Selbstliebe erfüllt. Ich lag da und ja, ich habe mich einfach gut gefühlt. Und ich weiß, jede Erfahrung ist völlig individuell. Das muss nicht auf jeden zutreffen, aber das ist einfach so, was ich in dem Moment gefühlt habe. Und dann dachte ich, komm Fabi, das wäre doch jetzt ein schöner Moment, mal deine Gesichtsmaske anzuziehen. Und ja, was soll ich sagen? That's where the magic begins. Es war echt krass. Also es ist eigentlich gar nicht so wirklich in Worte zu fassen, wie wunderschön alles aussah. Vor allem der Ole, unser Schamane, der hat dann Aqua di Florida gesprüht. Es lief diese wunderschöne Musik im Hintergrund. Dann gab es mal Minzöl auf die Stirn und alles hat geleuchtet und geglitzert. Und ich habe die Aura der Menschen gesehen, also wirklich verschiedene Aurafarben. Und es gab eine Sache, die ist mir so krass im Kopf geblieben. Und das ist auch eine Sache, die ich bis jetzt so für mich mitnehmen konnte. Am Anfang der Zeremonie wurde uns gesagt, fragt uns nicht nach der Uhrzeit, denn es ist immer jetzt. Und dieser Satz, der hat sich so in mir verfestigt. Sogar wenn mich mittlerweile jemand nach der Uhrzeit fragt, sage ich immer, es ist immer jetzt. Und ja, auch währenddessen, ich meine, das ging ewig, ja, das ging mehrere Stunden. Und ich wollte nie, dass es aufhört irgendwie. Ja, irgendwann sind wir dann rausgegangen auf die schöne Sonnenterrasse, hatten dann noch Ausblick über die Felder. Dann gab es noch warme, frisch gebackene Pizza aus dem Ofen. Und man hat gemerkt, dass es langsam von der individuellen Erfahrung zu der Gruppenerfahrung, sage ich mal, ging, weil wir dann alle mehr social wurden, wieder miteinander reden konnten. Und ja, es einfach Spaß gemacht hat, da in der Gruppe draußen zu sitzen mit diesem wunderschönen Sonnenuntergang. Und so haben wir dann den Abend langsam ausklingen lassen. Ja, und am nächsten Tag gab es nochmal eine Integration, bei der wir uns nochmal austauschen konnten. Und es waren sehr, sehr unterschiedliche Erfahrungen. Ich hatte dennoch nicht das Gefühl, dass es irgendjemandem wirklich schlecht ging. Natürlich hat das viel hochgeholt, aber das soll es ja auch, weil es geht ja letztendlich um Heilung. Und ich fand es mega schön, auch von anderen die Erfahrungen zu hören. Und wir werden auch jetzt nochmal einen Circle haben, bei dem wir uns nochmal austauschen. Und um euch auch nochmal so zusammenzufassen, was ich für mich mitnehmen konnte. Also zum einen wirklich eine krasse Selbstliebe und das Vertrauen darin, dass irgendwie alles, was so bisher in meinem Leben passiert ist, aus einem Grund passiert ist und dass es perfekt so war, so wie es gekommen ist. Folgendes habe ich in mein Journal geschrieben. Die schönste Erfahrung meines Lebens, prägend und verändernd. Sie hat mir gezeigt, dass ich genug bin und nichts brauche, außer die tiefe Liebe zu mir selbst. Ich bin einzigartig und voller Energie und jede meiner Entscheidungen war genau richtig so. Es gibt nichts, das ich brauche, außer mir selbst. Gönn dir, Schwester, gönn dir, worauf du Lust hast. Es gibt eine so tiefe Ebene in uns, die alles und jeden miteinander verbindet. Diese ist unantastbar und unsere alltäglichen Probleme sind nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Wie viel Uhr es ist, ist es immer jetzt. Ja, und der Rest ist ein bisschen zu persönlich, um ihn vorzulesen tatsächlich, aber ich glaube, das sind auf jeden Fall schon Worte genug. Ja, jeder, der neugierig ist, dem kann ich wirklich nur von Herzen empfehlen, mal auf ein Modern Mind Retreat zu gehen. Es wird auch jetzt im Raum Stuttgart bald wieder eins geben, da verlinke ich euch jetzt gleich die Seite, da bekommt ihr alle weiteren Informationen. Ich hoffe sehr, ich konnte euch eine schöne Übersicht über meine Erfahrung geben. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ob ihr geeignet seid oder wie auch immer, dann schickt die gerne an Modern Mind. Und was ich zum Abschluss noch sagen möchte, betrachtet das wirklich als eine Chance, die wirklich euer Leben verändern kann, euer Mindset verändern kann, die eure Glaubenssätze ändern kann. Und ich finde, ja, da lohnt sich dann einfach jeder Weg. Da lohnt sich, ich sag mal, in die Angst zu gehen. Da lohnt sich auch, ein bisschen mehr Geld auszugeben. Ich finde, es ist einfach eine super, super schöne, einmalige Sache. Und das heißt ja nicht, dass man das danach ständig machen möchte oder so, sondern ja, es ist einfach was, was ich echt von Herzen weitergeben kann. Und ich glaube, das hat man auch in den letzten Stories gemerkt.